Guten Tag und herzlich willkommen in der Rechtsanwaltskanzlei SPKW Sobczak & Partner. Ich möchte heute über ein paar Neuerungen im Verkehrsrecht sprechen, die jetzt ein, zwei Monate zurückliegen. Die ersten, sage ich mal, Bußgeldbescheide zu diesen Neuerungen liegen jetzt mittlerweile vor. Sie wissen das ja vielleicht, die Bundesregierung und der Bundesrat und alle Beteiligten haben lange darum gerungen, um die Änderung des Bußgeldkataloges. Es ging zum damaligen Zeitpunkt immer wieder darum, dass schon bei relativ geringfügigen Geschwindigkeitsübertretungen Fahrverbote ausgesprochen werden. Das ist jetzt mit der Neuerung zumindest abgewendet worden. Das finde ich auch vernünftig. Bei den Fahrverbotsregelungen ist es hinsichtlich der Geschwindigkeitsübertretung bei den bisherigen Grenzen geblieben. Also das heißt, es wird grundsätzlich beim Pkw-Fahrer zwischen innerorts und außerorts unterschieden. Und Sie haben dann sozusagen die gewohnten Sachen. Das sind sozusagen dann außerorts geht es dann los. Ab 40 km/h, ne, dann haben Sie sozusagen eine Grenze, wenn Sie nicht sozusagen Mehrfachtäter sind oder gegen dieses sogenannte Beharrlichkeitsverbot verstoßen haben. Innerorts geht es dann los ab 30, bei 31 km/h sind Sie mit dabei mit einem Fahrverbot. Vom Grundsatz her ist das so geblieben, was wie gesagt vernünftig ist. Nur man muss halt einplanen, dass die Bußgelder sich dort zum Teil verdoppelt haben oder um ein Drittel, zumindest im Bereich der Parkverbote und so weiter, erhöht haben. Das bedeutet, es gibt auch ein paar Dinge, die insbesondere den ruhenden Verkehr angehen, die neu sind. Seit dem 9.11. haben wir ja diese Änderungen. 9.11. vergangenen Jahres, also in 2021, wie gesagt, ist das in Kraft getreten. Und da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, wenn Sie zum Beispiel irgendwo parken und Sie stellen Ihr Fahrzeug auf dem Fuß- oder Radweg ab und stehen dort mehr als eine Stunde, dann gibt es schon einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg, wird da eingetragen, was vormals unproblematisch war, was die Punkte angeht. Ne? Unabhängig von dem Bußgeld ist das natürlich eine Sache, die relativ leicht passieren kann. Also Sie stehen irgendwie geringfügig vielleicht mit einem Teil des Fahrzeuges auf einem Fuß- oder Radweg und nach einer Stunde haben Sie dort ein Pünktchen kassiert. Ne? Also das ist schon eine Sache, da sollte man sich genau überlegen, wo man sein Auto abstellt. Genauso in zweiter Reihe das Fahrzeug abstellen, wenn Sie da jetzt mehr als eine Viertelstunde einfach so stehen, irgendwo in der Großstadt. Sie finden keinen Parkplatz, Sie müssen aber irgendwas dringend dort hintransportieren, vielleicht abladen kurzfristig und sagen sich, Mensch, hier behindere ich ja nichts, das ist eine ruhige Seitenstraße, ich stehe da in zweiter Reihe, mein Gott, was soll passieren? Wenn Sie Pech haben und da kommt jemand hinzu vom Ordnungsamt und sagt dann, okay, Sie stehen jetzt hier mehr als eine Viertelstunde, dann gibt es dafür auch einen Punkt zukünftig. Also das ist schon nicht ohne. Zum Teil in diesem Bereich sind meines Erachtens die wesentlichen Änderungen, jetzt unabhängig von den Bußgeldern, die der Höhe nach, insbesondere bei den Geschwindigkeitsübertretungen, mehr als verdoppelt worden zum Großteil. Ne? Und da müssen Sie halt gucken, ne? Dass man sich, man versucht natürlich, das gehe ich mal davon aus, immer vernünftig zu fahren, aber es ist halt so, ne? Man übersieht was schnell. Heutzutage haben Sie Beschilderungssituationen, insbesondere in Städten, ne? Wo man schnell, wenn man ortsunkundig ist, einfach ja, ein Schild nicht sieht und dann zu schnell ist, weil irgendwelche Beschränkungen dort da sind, die von, was weiß ich, von 8 bis 18 Uhr an Feiertagen ausgenommen und so weiter. Es ist komplizierter geworden und ich denke mal, das kann jedem von uns passieren und wo man natürlich Acht geben muss, wie gesagt, sind diese Sachen im ruhenden Verkehr. Also das ist, denke ich, ja, nicht so angenehm, wenn man dafür dann Punkte bekommt. Ne? Das ist ganz klar, da sollte man zukünftig mehr Augenmerk drauf verwenden. Vielen Dank. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter,
Thomas Will, Steffen Balke und Timothy Peiker sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 03377 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.